Nerdbench bedankt sich bei Geek wieder für die Bereicherung der Xiaomi Pistons V3. Normalerweise bin ich kein so großer In-Ear-Fan. Meine Kopfhörer sind seit Jahren Over-Ear. Die meisten In-Ears sind einfach nicht für meine Ohren gemacht. Bei den Pistons war das allerdings schon immer anders. Die Kopfhörer nutze ich seitdem für Sport und unterwegs. Die OVP ist wie immer chinesisch gehalten. Trotzdem lässt sich herauslesen, dass die Kopfhörer 14 Gramm wiegen, es sich um einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss handelt und die Pistons einen Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hertz haben. Mit den Pistons können bis zu 98 Dezibel erreicht werden. Wir hoffen allerdings, dass eure Ohren euch etwas mehr wert sind als ein wenig laute Musik. Geschenkboxen kennt man bereits. Auch diese hier wirkt einfach unheimlich schick. Xiaomi liefert neben den bereits aufgesteckten Ohrteilen noch drei weitere mit. In XS, S und L. Also entnehmen wir mal die Pistons. Ich persönlich krieg die Kopfhörer niemals wieder in eine solche Verpackung. Erst einmal ausgepackt fällt direkt auf, dass Xiaomi seine Designsprache im Vergleich zu den ersten Pistons deutlich verändert hat. Bis auf den Namen gleichen sich die Kopfhörer überhaupt nicht. Die Steuerungsleiste ist im Vergleich zum ersten Modell deutlich nach oben gewandert. Dadurch befindet sie sich näher am Ohr und lässt sich unter Umständen besser bedienen. Aber es kommt ja weniger auf die Knöpfe an. Die Pistons sind für ihre sehr gute Audioausgabe bekannt. Die Wiedergabe ist immer sehr subjektiv und hier müsst ihr mir einfach mal vertrauen. Der Ton der Pistons ist gerade mit Hinblick auf ihren Preis sehr gut. Die Pistons sind mit allen Smartphones kompatibel, egal ob Android oder iOS. Xiaomi Smartphones können allerdings die besonderen Equalizer-Einstellungen von MIUI verwenden. Diese gibt es allerdings noch nicht für die Pistons V3. Auch mit Notebooks oder iPods sind die Pistons kompatibel. Diese lassen sich wie gewohnt nicht mit den Tasten steuern. Gerade bei den goldenen Pistons konnte ich das Geräusch und Feeling, wenn beide Kopfhörerteile aneinander schrappen, nicht ausstehen. Ich bekomme genau jetzt sogar Gänsehaut. Durch den Material- und Designwechsel fällt dieser Nebeneffekt erfreulicherweise weg. Als relativ großer Mensch machen mir Kopfhörerkabel oft Probleme. Meist fehlen so 2 bis 3 cm, um wirklich gut damit durch den Alltag zu kommen. Das ist bei den Pistons V3 zum Glück nicht der Fall. Betreibt man die Pistons am Smartphone, kann man die Steuerung nutzen. Dem mittleren Knopf kommen die meisten Funktionen zu. Bekommt der Nutzer einen Anruf, kann er mit der mittleren Taste jenen annehmen. Drückt er nochmal darauf, kann das Gespräch gemutet werden. Als Fan der Sprachnotiz müssen wir direkt mal eine aufnehmen. Dies ist eine Testsprachnotiz über die Pistons V3. Führt man aktuell kein Gespräch, wird über die mittlere Taste Musik pausiert oder fortgesetzt. Die äußeren Buttons regulieren nur die Lautstärke. Das Wechseln der Tracks ist nicht möglich. Hätte man als Xiaomi-Fan die Möglichkeit, wie bei Apple vor dem Laden zu campen, wir hätten es sicherlich getan. Jede neue Generation an Xiaomi-Hardware macht die Käufergemeinde wild. Auch die Nerdbench. Enttäuscht wird nach unserer Meinung bei den Pistons V3 niemand werden. Die Pistons lassen nur sehr wenig Musik und Lautstärke nach draußen. Wir verzichten von daher auf ein Soundbeispiel. Gefühlt hat der Bass etwas abgenommen. Dem entgegenwirken kann man mit den Soundprofilen von MIUI. User ohne MIUI sind hier natürlich etwas aufgeschmissen. Störgeräusche, wenn das Smartphone beispielsweise mit dem Internet verbunden ist, konnten wir nicht feststellen. Die Pistons machen sich im Ohr nicht selbstständig, egal ob man sitzt, steht oder läuft. Schließen wir das heutige Video mit einem Vergleichstest der Aufnahmeleistung des Mikrofons der Pistons. Hier die ganz normalen Plastikpistons. Die goldenen Pistons liegen uns leider nur als Fakes vor. Die klingen so. Ihr habt noch Fragen zu den Pistons? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google+ und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.